So, und da sind wir jetzt hier wieder. Letzte Strecke. Letztes Rennen für den heutigen Abend. Nochmal eine Stelle. Da kam das Heck aber ganz schön schnell. Ja, da nochmal schnell ohne Druck. Ist halt auch immer eine Frage des Setups, ne? Wer hat jetzt schon ein Setup, wer nicht? Und kann, wenn es nicht so fahrweise passt, dann passt das auch nicht. Druck so, aber ein bisschen sehr knapp. Halbe Sekunde, das wird sehr weird, wie das Auto hier reinschmeißen kann. Aber 4 Zehntel sind 4 Zehntel und das wäre jetzt, stand jetzt P1. Immer gut bei der Musik dabei, die ich dazu gerade. Das wird eine sehr gute Runde, 22,8. Stark von Druck, so. Sollen wir nochmal Twitch? Boah, der hat 4 Zehntel und der knackt. Der knackt Druckszeit. 22,5 um 3 Zehntel. Starke Zeit. Richtig starke Zeit von Twitch, Jackie. So, Mosak ist auch nochmal 5 Zehntel besser. Ist jetzt natürlich nicht der Riesensprung, den er macht. Also zeitlich schon, aber im Tableau halt nicht. Damit würde er gerade mal Nico knacken. Ja, und so ist es auch mit 7 Zehntel. Reicht es gerade mal für Nico. Für Pidelli reicht es dann doch noch nicht. So, damit erstmal das letzte Qualifying am heutigen Abend zu Ende. Twitch auf der 1, wie gewohnt, gefolgt von Truxo, der schon gut rangekommen ist. Bison nur auf der 3, gefolgt von Johnny, Girl Lightning, Mosak. Dann kommen wir schon in den Sekundenbereich. Das ist Florian, dahinter Nico und dann folgt Dustin. So, jetzt aber erstmal, wir sehen die Reifen. Alle hart, alle medium, bis auf Dustin, der auf hart. Und der große Preis geht los. Wie ist hier dieser Sound? Der fehlt mir. Wenn du auf der echten Formel-1-Strecke bist, dann merkst du das. So, trugst du mit einem richtig guten Start. Twitch kommt da gar nicht gut weg. Und Johnny! Der geht sich gut aus. Aber ich glaube, da gab es einen kleinen Kontakt mit Grey Lightning. Mosak zeigt sich auch schon mal, aber ist hier dann der Verlierer dahinter. Nico und GFR Florian, die sich da auch nochmal bekämpfen. Alles gut, nur Positionstausch. Boah, hier, die Red Bulls, da könnte es noch mal was geben. Letzten 15 Runden des Abends. Nach dann fast, oh Mann, fast 4 Stunden nach 18:30, als der Rund vorbei ist. Fast mal 4 Stunden an. War auf jeden Fall ein langer Abend. So, vorne Truxo, Twitch und Truxo. Das ist letzte wird schon nicht gesprochen. Aber sehr, hätte ich nicht mit Crash, dass hier ein Attack gefolgt. Aber hier Side by Side, das funktioniert sehr gut. Druck so ein wenig off track. Aber das passt und hat die Nase erstmal vorne. Aber es ist noch nicht vorbei, das Thema. Side by Side durch alle Sektoren gefühlt. Jetzt für Turn 1 hat tendenziell Twitch die besseren Karten. Druck ist mit der schnellsten Rennrunde. Ist hier auch weiter vorne. Könnten wir auch die Kurve ganz entspannt nehmen. Und Bison schaut sich das Thema von hinten an und ja, der guckt da erstmal zu und schlägt zu, wenn wieder ein Fehler vor ihm passiert. Ja, das mit dem Bremsqualm, das stimmt, das ist auch super weird. Vor allem jetzt hier auf der, wenn du jetzt mal so rechts und links guckst zu den, da sieht man das hier, dass das so pixelig wird, das sieht man jetzt aber glaube ich nicht so. Ne, sieht man nicht so gut. Im Quali hast, wenn es dunkel ist, das, wenn du da auf der Turn 3, 4 da bist, so dazwischen und die guckst out of Map, hoppala, dann siehst du es übelst gerissen, das sieht super weird aus, so als ob die, das, ich glaube, die wollten die Lichter da ein bisschen animieren, aber das passt vorne und hinten nicht. So, aber Bison hier 2 in 1,
Johnny geht an Johnny, an Tuxo ebenfalls vorbei. Da noch alles sehr schön zusammen und Grey Lightning geht da. Geht da mit. Odi verspielt einen Punkt aus dem Nachspiel. Da hätte man so viele Punkte mehr gehabt. Ich habe die erste Liga sehr wenig verfolgt. Ich habe mich nur über den Sieg gegen die Bayern gefreut. Ich glaube, das 2-0 war das oder 3-0 sogar. Oh, dann ist es Grey Lightning, der hier das Fahrzeug verliert und auch einen Teil seines Flügels. Schade für ihn. Und hier geht es auch direkt in die Box. Bison schnellste Rennrunde. Natürlich. Kann ich mir gleich nämlich noch einen schönen Teller Gulasch machen, wenn mir noch fehlt. Morgen wieder arbeiten. Mit dem. Oh, gib mir eine vernünftige Kamera mit dem Fehler. Aber wir haben es nicht gesehen. Da kriegen wir so eine Kamera. Schade. Haben wir nicht noch. So Bison verliert auf jeden Fall viele Positionen. Auf die 4 zurück. Johnny klebt da drum. So ein Twitch, der kann sich vorne wieder freifahren. Der kann sich vorne wieder freifahren nach Lust und Laune. Johnny verliert auf Tuxo. Tuxo ein bisschen auf Twitchy. Da sind die Fronten fast schon wieder geklärt. Aber dahinter haben wir ein gutes Pack. Von Johnny bis Nico. Die noch richtig Bock haben. Ja, und Johnny hier mit dem richtig schlechten Exit, dann wird er direkt mal von zwei vernascht, Bison und Mosak, und Bison wird er sich immer noch mal zeigen. Nee, das ist auch zu weit weg, das riskiert er auch nicht. Wow, und dann ist es Mosak, da dreht er sich und verabschiedet sich aus diesem Kampf. Während Johnny sich hier wieder Bison holen kann, Innenseite, oh! Ganz schön spät, zumindest sah es so aus. Bison wirkt ein wenig überrascht. Öffnet die Tür und dann gibt es noch den kleinen Schubser, Sportsfreund. So nicht. Kleine Erziehungsschelle unter Formel 1 Kollegen. Nee, Quatsch, so einer ist Bison natürlich nicht. Oh, dann haut's Bison auch weg. Oh, genau, da hat's den Teamkollegen Grey Lightning auch erwischt. In die Box? Nee. Doch, Bison in die Box. Und soweit hier scheint die Front eigentlich klar zu sein, haben wir ja vorhin angesprochen. 5 Sekunden von Johnny auf Tuxo. Der ist weg. Tuxo verliert nur so marginal auf Twitch, also das lässt hoffen, dass da vorne der Wind sich vielleicht einen Ticken dreht in der WM. Uiuiui, Nico. Schön vorbei, Florian geht auch vorbei an Johnny, der hier ein wenig struggelt. Und wir haben Safety Car. Wir haben das Safety Car. Ich gehe mal durch. Haben wir denn hier jemanden? Bison gerade raus. Grey Lightning ist es, der den Frontflügel verloren hat. War der nicht gerade in der Box? Nee, vor 2 Runden. Alles gut. Und so schiebt sich das Feld wieder schön zusammen. Für die, die jetzt in der Box waren, ist es natürlich ärgerlich. Also für Bison hauptsächlich. Für Grey Lightning dann, der hat ja das Safety Car verursacht. Da kann er sich zumindest freuen, dass er wieder rankommt.
Es sieht aber auch manchmal hier so aus, als ob es anfangen würde zu regnen. Und das geht nicht rein. Das ist halt ein Risiko, das verstehe ich jetzt nicht. Weil die letzten sechs Runden, wenn da kein Safety Car kommt, selbst wenn eins kommt, wird er nach komplett hinten durchgereicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wo er war. Aber so hätte er nochmal die Chance anzugreifen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Grey Lightning hat wahrscheinlich Unterbodenschaden, weshalb er es auch gar nicht erst versucht mehr. Die sind auch nochmal frische Reifen. Die besseren Reifen gehen wir mal rein. Der sucht sich mal frische Mediums aus. Clever gemacht, nochmal in die Box gefahren. Hat die Harten im Prinzip einmal angefahren. Und sich jetzt den besseren Reifen für die letzten Runden. Könnte natürlich auch dann von Vorteil gewesen sein. Vielleicht ist er schon in der Box vorbei gewesen. Kann natürlich auch möglich sein, dass er jetzt entscheiden, die Box zu fahren. Dann habe ich ihm Unrecht getan. Dann ist ja alles so, wie es sein soll. Und hier können wir ganz entspannt diese Runde durch. Also vielleicht kommst du diese Runde schon rein. Ja, ich versuchte auch gar nicht hinzuschauen. Das ist schon sehr weird. Das ist auch nicht immer, aber zu oft. Ich weiß auch nicht, warum das immer so triggert, dass es an und ausgeht. Aber das ist halt schon echt, echt nervig. Ist das, seht ihr das als Fahrer auch so, Brady? Safety Call? Oder VSCS? Oder ist es so ein Zuschauermodus so? Safety Car rein. Ne, jetzt leuchtet durchgeht. Ja, dann ist gut, dass es bei euch so ist. Aber hier ist ein Zuschauermodus. Naja. Stabile Lobbys, keine stabilen Anzeigen. Ich glaube, damit kann man auch vielleicht sich irgendwo noch arrangieren. Hauptsache den Fahrern, da lupt das bei den Fahrern. So, Twitch eröffnet das Rennen. Wir gehen bei Nico rein, der sich hier ebenfalls vorbereitet, Reifen aufwärmt. Sehen, wie das Farben reflektieren auf diesem Fahrzeug. Sieht schon eigentlich sehr cool aus. Weil ich meine, das ist auch die Kritik wie vom letzten Teil, dass es eigentlich eher matt ist in echt und nicht so hochglanz. Aber Twitch wartet sehr, sehr, sehr lange. Jetzt eröffnet er das Rennen und kommt hier nochmal recht gut weg. Nico schläft auch nicht besonders eigentlich. Das passt. Normale Reaktionszeit. Toxo konnte da nochmal ein bisschen besser reagieren. Hat dir die Lücke schon richtig gut zugefahren. Spring mal rein und überholt ihn jetzt auch hier. Positioniert sich auf den Außen für Twitchy. Aber wird erstes Mal oder hier setzen können, wenn es denn kommt. Je nachdem, ob er
das ERS mit einsetzt oder eben nicht. Setzt sich auf jeden Fall auf die Außenseite dafür. Ja, und das sieht gut aus. Aber der Curb ist halt immer noch sehr eklig. Das sieht immer noch sehr eklig aus. Dann diese Bodenwelle, die da im Anschluss folgt. Ja, das macht nicht so viel Spaß, da Vollgas rüber zu gehen. Da muss man schon sich ein Herz fassen. Jetzt schon wieder, also Druck, so hält den Druck aufrecht. Kann aber noch nicht sich konsequent davor setzen. Oh, das ist Johnny, der das Fahrzeug fast verliert. Im Hintergrund. Aber soweit geht hier ja erstmal alles gut. Uiuiui, Mosak ist da sehr weit nach außen getrieben worden. Und das ist Nico ebenfalls. Und dahinter Dustin nochmal mit einem dicken Quersteher. Wie an der Schnur ist das schön, dass das alles so zusammen bleibt. Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Oh, Twitchy sehr spät darüber gezogen auf die Innenseite. Zum Glück ist da nichts passiert. Jetzt trug so mit DRS, könnte es funktionieren. Ah, nee, reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht für Druck so. Vielleicht will er auch warten, aber er hat natürlich von hinten auch einen Johnny und einen Nico, die drücken. Vor allem der Johnny, der jetzt an Nico vorbeigekommen ist. Der hier auf jeden Fall die roten Pfeile aufblinken lässt beim Nebendruck so. Spielen wir mal bei Johnny rein. Schauen uns das mal aus seiner Perspektive an. Mosak hat den Anschluss mittlerweile leider schon verloren. Druckst du hier sehr, sehr weit. Den Apex ganz schön stark verpasst. Johnny schnellste Rennrunde. Aber der übt richtig Druck aus von hinten. Das ist Bison. Der ist nochmal ticken schneller. Hat natürlich auch die besten Reifen. Kommt aber noch nicht ganz so vorbei. Der DS-Train hält den Zug so ein bisschen auf für ihn. Kommt dann nicht ganz so ran. Vielleicht auch mit den Einstellungen zu tun, dass er vielleicht auf Topspeed fehlt. Ich weiß es nicht. Aber eben ja. Johnny kommt hier richtig, richtig gut rum. Schleunigt auch ein bisschen besser raus. Ah, drückt hier den Überholen-Knopf, weil er auch von hinten die Gefahr sieht. Und da vorne, oh, Druck so twitchy, da gibt es eine kleine Berührung. Und das zieht sich dann alles ein bisschen zusammen, so akkordeonmäßig. Nico kann da auch nochmal aufschließen, aber richtig nah aufschließen. Hinten dreht sich Dustin weg, verabschiedet sich hier. Und jetzt geht's hier mit drei Fahrzeugen und das, ja, das war klar, dass sie sich da berühren und Twitchy übernimmt die Führung. Johnny verliert die Position an Nico durch die Kollision. Truxo bleibt auf der 2. Uiuiuiui, Johnny sehr spät auf der Bremse. Und hinten fliegt auch nochmal ein bisschen was weg. Auf jeden Fall sehr, sehr knappes Thema hier. Ja, Mosak. Der DS-Train löst sich auf, da muss jetzt mächtig pushen und das ist Florian, der sich da dreht. Schade, das war ein schöner Zug. Erst verabschiedet sich Dustin, dann Mosak, jetzt ist es Florian. Auf jeden Fall sehr geil mit anzuschauen, wie sie sich hier bekämpft haben. Aber sobald die Jungs sich mit dem Spiel arrangiert haben, dann lügt das Thema auch wieder ein bisschen besser. Ja, jetzt kommt dieses Krisseln hier, Brady. Siehst du das im Hintergrund? Dieses Krisseln. Weil das ist nur auf dieser Geraden, ist es mir jetzt groß aufgefallen. Oh, Nico verbremst, glaube ich. Jetzt zieht da Bison auch vorbei. Ohne DRS wird er hier aber kaum ranfliegen können. Jetzt haben wir Twitch und Truxo zusammen. Oh, Twitch, da wird's eng. Da hat Truxo aber die Tür aufgelassen. Ich kann da ganz entspannt vorbeigehen.
Bison. Den sehen wir doch von hinten. Also zumindest sehen ihn nicht. Naja, vielleicht im Spiegel. Ja, also im Seitenspiegel, da sehen wir den Bison, der hier doch sich langsam ins DS-Fenster reindrückt. Der weiß natürlich jetzt, 1000. Ja, ist er drin. Jetzt ist er drin. Und schließt sich diesem Train an. Nico hat da auch nochmal DRS. Das passt dann soweit. Ziehen sich hier die Top 5 wieder zusammen. Letzten 4,5 oder 3,5 Runden. Sind es dann Florian in die Box? Hat sich da den Flügel wohl? Obwohl, der Flügel hat sich eigentlich nicht angehauen in der Kurve. Ist eigentlich nur mittig der Strecke rausgekommen. Ich weiß es nicht. Florian hinten plötzlich wieder gedreht nochmal. Oder wartet auf das denn, dass er sagt, jo, jetzt kämpfen wir aber nochmal. Du hast was in der Box, hast frische Reifen. Jetzt fall ich in die Box, hab frische Reifen. Und Johnny verliert hier vorne den Anschluss. Und Truck so wie Twitchy, fahren hier vorne weg. 24,8, erstmal von Truck so schnell zur Rennrunde. Hat natürlich jetzt keinen Druck von hinten. Kann sich jetzt das ERS sparen. Hinterherfahren. Und dann in der letzten Runde dann zuschlagen, um sich keinen Konter einzufangen. So, jetzt aber schon sehr früh. Druck so. Gibt sich das also nicht auf, ist sich ja ein bisschen... Vielleicht vom Rest des Feldes mit Twitchy abschieben. Absetzen. Abschieben. Absetzen. Aber eigentlich ist der Abstand groß genug, vor allem mit den Zeitstrafen, dass sich das hier ganz entspannt ausgeht. Ja, hier hinter Nico Johnny tauschen. Oh, da kam Bison auch nochmal. Der zeigt sich hier nochmal richtig gut. Bison, der sich aber noch von Johnny in Acht nehmen muss. Oh je, das war knapp. Passt das soweit alles? Aber Twitch, der hat gerade Probleme. Also der hat Druck so nochmal ein bisschen gedrückt. War aus der Sekunde raus, aber der Messpunkt ist halt ein bisschen früher. Und das, ja. Hilft ihm jetzt gerade nicht. Aber Bison jetzt erstmal auf die 3 vor. Legt ihn hier nicht erstmal zurecht für die nächste Runde. Weiß natürlich auch über Johnny Bescheid. Ja, Florian die schnellste Rennrunde erstmal fährt. Ah, gehen wir mal nach vorne. Die letzte Runde, letzte ein Viertel, ein Achtel, je nachdem. Muss ich mal das Maßband rausholen, einmal hier die Strecke ablaufen, um zu gucken, was hier die perfekte Distanz ist, oder die richtige Distanz ist. Aber jetzt können wir sagen, auf die letzte Runde an dem heutigen Abend, dieser kleinen Mini-WM und, ja, ich weiß nicht, ob ich es erfahren habe, dass Twitchy, oh, Nico, dass Twitchy hier das Thema gewinnen wird. Ich habe leider keine Tabellen, vielleicht haben die Fahrer die, können das besser sehen. Und das ist eine Kamera. Also ich mag das, aber, ja, das war schon cool eigentlich, aber... Nicht auf dieser Strecke, wenn die ganzen Gebäude im Weg sind. Das ergibt da wenig Sinn. Jetzt gehen wir aber erstmal nach vorne. Twitchy gegen Truxo Bär. Gewinnt das Duell schon nochmal auf die ES-Stände. Oh, da muss Truxo sich jetzt mächtig strecken. Und ein bisschen beten auch, sage ich mal, für die letzte Gerade. Eigentlich hätte er sich hier das ES sparen sollen und hierfür aufheben.
Und jetzt schön innen bleiben, ihn gar nicht diese Tür aufmachen und dann nach außen drängen. Ah, reicht nicht. Geht nicht. Reicht nicht für Druck. So schade, schade, schade. Hätte er sich verdient gehabt nach dieser bombastischen Leistung. Schauen wir nochmal kurz nach hinten. Johnny Bison, das geht's ja auch noch weiter. Und Mo sagt, der ist da aufgeschlossen. Der ist sowieso aufgeschlossen, der Kerl. Aber jetzt ist er auch noch aufgeschlossen hier. Auf dieses Duell. Und da gibt's die Kollision. Da verbremst sich Bison und Mo sagt, macht sich lang. Das gibt's doch nicht. Hättet ihr die Chance eiskalt nutzen können? Wer auf P4 vorgefahren? Macht er nicht. So gewinnt Twitch Yaki den großen Preis. Dann das letzte Rennen hier bei Truxus Mini-WM. Und holt sich dabei noch die schnellste Rennrunde. Starke, starke Vorstellung von ihm heute. Truxo auf die 2, Bison auf die 3, Johnny auf die 4, was war mit Nico da los? Auf die 5, Mosak auf die 6. Gut, Mosak hätte da jetzt eigentlich nochmal schon reinbrettern können. Ist ja eh hinter der Ziellinie. Hat es wahrscheinlich gedacht, da ist er nicht. Wird aber nochmal lustig werden können. Der liebe Florian auf der 7. Und Dustin geht dann auf die 8. Nico, was war denn da zum Schluss nochmal los? Da war ja nochmal... Warum hast du dich da nochmal gedreht? Uiuiuiui. Florian ja am Rande des Latifis. Und dann ist es für ihn... Ich komm, gleich sofort, Truxo, gleich sofort. Wir sind gleich da. Oder willst du direkt übernehmen? Das wäre natürlich... Wenn du noch was hast, dann mach erstmal zu Ende. Nein, nein, das Rennen lübt ja noch. Das Rennen lübt ja noch. Ach so, das ist ja... Das denn das Rennen überlebt, das kommt ja noch hinzu. Ach so. Fertig. Der liebe Nico hat ja eben noch lang gelegt auf der letzten Geraden. Da kann ihm das ja auch passieren. Ja, das stimmt allerdings. Ja, aber das passiert nicht. Thema ist vorbei. Ein interessanter Abend, ein erkenntnisreicher Abend vor allem. Und ich lasse das Ergebnis im Hintergrund mal laufen und übergebe einfach an dich, lieber Truxo. Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend an die ESRT-Zuschauer hier. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Vielen, vielen Dank dafür, dass ich das mit dir hier so auf die Schnelle noch alles auch teilweise machen durfte mit der ESRT zusammen. Und ich hoffe, trotz alledem, dass wir so viele Schwierigkeiten jetzt eben hatten, dass es trotzdem eine geile Season wird. Wir warten jetzt nochmal den Patch ab. Ich hoffe, da kommt noch einiges. Und toi, 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 dass das Spiel besser wird, dass es ligatauglich wird und dass wir dann eine geile Season 9 erleben hier. Nee, ich wollte einfach auch mal nochmal wirklich einen riesen, riesen Dank sagen, dass das so möglich war, weil nicht jeder streamt einfach mal gerade so knappe 4 Stunden für irgendeinen random Dude aus der ESRT, der so eigentlich kaum zu hören ist in der ESRT, also damals schon als Kommentator kurze Zeit, aber dann doch eher untergegangen. Aber ich mache sowas eigentlich mittlerweile ganz gerne, wenn genug Leute sich anmelden, einfach mal irgendein Event reinknallen, wo Leute Spaß haben und gut ist. Ja, wie gesagt, ich wollte gerade sagen, du hast ja bei uns schon kommentiert, also so ist es jetzt nicht, dass du halt gar nichts gemacht hast. Und das Event ist ja halt eben auch für die Fahrer, ne? Also es ist so ein Geben und Nehmen, ne? Du kümmerst dich um die Organisation von so einem Event und wenn ich dann meinen Teil dazu tun kann, das zu übertragen, was glaube ich da eigentlich, also zeitlich vielleicht nicht, aber oder vielleicht doch, der geringste Aufwand dann tatsächlich doch ist, ja, dann machen wir das halt mal gerne. Gerne öfters, ne? Wenn du darauf Bock hast, sowas zu organisieren, dann können wir das gerne öfters machen. Ja, gerne. Ja, also das war es eigentlich so mit dem Event, ne? Also groß mehr kommt ja jetzt nicht. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an alle, die da waren, die auch Spaß dran hatten. Es gab ein paar, die hatten keinen Spaß, aber gut, es war halt eine Fun-WM so gesehen. GG auf jeden Fall an Twitch, der das ganze Ding haushoch gewonnen hat, würde ich mal da behaupten, so, ne? Vielen, vielen Dank an die ESRT. Bewerbt euch gerne für mehr und Herz natürlich da lassen bei der ESRT. Und dann sehen wir uns erst in dem ersten Rennen Season 9 wieder. Falls ihr Ideen habt für Events, die ich vielleicht umsetzen kann mit der ESRT zusammen, gerne, gerne mir Bescheid geben auf Discord. Wir können da ein bisschen so schnacken und sowas, ein paar Ideen austauschen. Ist immer gerne gesehen. Machen wir aber auch für heute Schluss für heute. Also Schluss, Ende. Tschüss. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Danke fürs dabei sein. Gerne, gerne auch der ESRT folgen und wir sehen uns. Bis dahin, auf jeden Fall, haut rein, gute Nacht. Ciao, ciao.